Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben mich direkt zwei Sachen erreicht, über die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Zum einen von dem lieben Stefan, der ja weiß, dass ich ein großer Mask-Fan bin unter anderem, auch Masters natürlich. Aber Mask ist auch eins meiner liebsten Sachen. Meine liebste Toyline, eine meiner liebsten. Das habe ich ein paar Mal gesagt, meine liebste. Er hat mir etwas geschickt. Ich fragte so, was willst du dafür haben? Und er so, schicke ich dir, kannst du gerne haben. Passt schon. Und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Ich habe erst eine Sache davon und das ist jetzt die zweite Sache, die ich davon habe. Von 1987. Eine Hörspielkassette von Mask. Und nicht nur irgendeine, es ist sogar die Ausgabe Nummer 1. Das ist richtig geil, der tödliche Meteor. Und obwohl ich Mask so lange schon gucke, so lange schon lieben gelernt habe und so ein Fan davon bin, kann ich auch nicht alles kennen. Aber ich habe bei Mina gesehen, dass manche Sachen, die sind einfach nicht mehr so im Gedächtnis. Denn ich kann mich daran nicht erinnern, dass dies damals so gewesen ist. Aber ich war gerade sehr überrascht. Und zwar einmal die Kassette, klar. Ganz normal. Dann habe ich mir das Cover angeguckt, weil hier ist die Hülle ein bisschen eingerissen. Ist ja kein Problem, ist halt eine alte Kassette. Die Hülle kann man sich eine andere nehmen. So, dann habe ich das Cover hier rausgenommen. Und darum geht es mir auch auf die Kassette und um das Cover. Das Cover ist übrigens in einem sehr, 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 sehr guten Zustand. Dann habe ich dazu aufgeklappt, dachte mir, ja, es steht der Inhalt drin. Kleines Inhaltsverzeichnis, ne? Ist cool. Und dann kam es. Da habe ich die nächste Seite aufgeklappt, das geht noch weiter hier. Und guckt euch das an, ich finde das total geil. Ein bisschen Geschichte dazu, ein bisschen Text. Ein kleines Miniaturfoto. Mit ein paar Fahrzeugen, so sieht man es, glaube ich. Mit ein paar Fahrzeugen, ich finde das mega geil. Für mich als alten Mask-Fan, absolut geil. Die Superagenten, sie kämpfen für Recht und Gerechtigkeit als Verteidiger der Erde. Boah, richtig geil, ey. Vielen Dank dafür, lieber Stefan. So, die packe ich mal eben wieder rein. Wie gesagt, das ist jetzt die zweite Kassette, die ich von Mask habe. Mehr habe ich noch leider noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon insgesamt gibt. Schande über mein Haupt. Wie gesagt, man kann nicht alles wissen. Ich kann nicht alles wissen. Ich weiß nicht alles. Und ja. Wer welche abzugeben hat, kann mich gerne anschreiben. Lege ich mal hier oben hin. So, ihr habt es in der Beschreibung gesehen. Mich hat heute noch ein Paket erreicht. Da könnte man gleich denken, hier war ja Gips drin oder so. So schwer ist das. Von dem lieben Patrick, alias der Filmangler. Ich weiß nicht, was drin ist. Es ist ein Mystery-Paket. Und ich werde es jetzt mit euch öffnen. Ich weiß nur, dass Filme drin sind, klar. Aber ich weiß nicht, was für welche. Halt extra mal die Hand hier so drauf, wegen der Adresse, ne? Ein bisschen Datenschutz muss ja sein. Da denkt man nicht, dass der Patrick will, dass ungebetene Gäste da irgendeinen Scheiß machen. Deshalb halte ich das mal zu. So, dann bin ich jetzt echt mal gespannt. Er meinte auch, ich stelle dir mal so ein Paket zusammen. Und so, er meinte, willst du wissen, was drin ist oder soll ich dich überraschen? Ich sag, überrasch mich. Gerne, überrasch mich gerne damit. So, ich klappe es extra so auf. Und ich bin echt gespannt. Ein bisschen Pappe und ein bisschen Film. So, dann bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier? Wow. Aber Patrick, du hast echt den Vogel abgeschossen, ey. Wahnsinn! Guckt euch diese Masse mal an. Der absolute Knaller. Er sagte, guck mal rein. Mal gucken, was für dich dabei ist. Was haben wir denn hier? Über den Dächern von Nizza. Sieht nach einem Klassiker aus. Der Titel, der sagt mir was. Der Titel sagt mir was, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Film schon mal gesehen habe. Gucke ich auf jeden Fall mal rein.
Mal gucken, ob er hier auch drin ist. Nein, Quatsch. So, dann haben wir hier älter, härter, besser. Patrick, damit hast du schon mal ins Schwarze getroffen. Trifft genau meinen Geschmack, ist genau mein Fall. Ich kenne ihn schon und ich weiß, dass der Film geil ist. Ich habe ihn aber noch nicht bei mir zu Hause. Der ist auf jeden Fall geil. Und mit Bruce Willis und so, da kannst du mir immer mit ankommen. Ist nie verkehrt. Dann haben wir hier 72 Stunden, The Next Three Days, mit Russell Crowe. Kannst du auch nichts falsch machen. Ich kann natürlich jetzt nur von meinem Geschmack sprechen. Geil, geil, geil. Was haben wir hier? Oh, Primeval. Die komplette zweite Staffel. Das ist geil. Das ist auch schon ein bisschen her, wo ich das geguckt habe. Boah. 315 Minuten. Also ich finde es geil. Wirklich. Die habe ich damals auch gesehen. Ein paar Folgen leider nur. Und ich muss sagen, lieber Patrick, schon wieder ins Schwarze getroffen. Vielen Dank dafür. Sag mal, kann es sein, dass du in meinem Kopf bist oder so? Kann das sein? Also, bis auf den... Das gibt's nicht, schon wieder. Bis auf den ersten Film, den ich mir aber... Ich werde mal reingucken. Sind bis jetzt alle Filme geil. Genau mein Geschmack. Evolution. Mit David Duchovny. Den habe ich zwar schon ein paar Mal gesehen, ich habe ihn auch noch nicht auf DVD. Vielen Dank dafür. Ich finde den nämlich total geil, den Film. Ein Klassiker in meinen Augen. Der ist unglaublich. Patrick, du bist echt bekloppt. Alter. Auch eine meiner liebsten Filme. Die Collection. Fast and Furious. Geil. 8 Filme Collection. 8 Movie Collection. Sind die alle da drauf? Geil, ey. Alter, du triffst hier nur ins Schwarze. Das ist unglaublich. Oh. Wieder einer meiner liebsten Filme. Fluch der Karibik. Alter, was ist los mit dir? Warst du heimlich bei mir? Was ist so? Fluch der Karibik 2. Alter, du machst mich fertig. Du machst mich echt fertig. Ey, ein geiler Film nach dem nächsten. Okay. Da muss ich jetzt erstmal drauf gucken. Wie spricht man das aus? Severance? Ein blutiger Betriebsausflug. Sieht nach Horror aus. Horror ist ja nicht so mein Fall. Obwohl ich auch einige Horrorfilme gesehen habe, auch dank meiner Frau. Special Edition. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Wenn nicht, kriegt meine Frau den. Auf jeden Fall wieder nichts falsch gemacht. Wahnsinn. Alter. Alter. Schon wieder Fluch der Karibik. Special Edition. Cool. Was ist der Unterschied jetzt zu den anderen? Warte mal. Das ist Fluch der Karibik 2. Ach so. Ach ja, 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 sicher. Das ist Fluch der Karibik gewesen am Ende der Welt. Also alle drei Teile. Ey, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Vielen, vielen Dank, ey. Geil. Was haben wir hier? Oh. Obwohl das jetzt nicht mein Hauptinteressengebiet ist, habe ich den Film auch gesehen. Und er ist wirklich sehr, sehr gut. Und meine Frau liebt ihn, die Kinder lieben ihn auch. Und ich habe ihn noch nicht. Die Monster AG. Ein Klassiker. Wahnsinn.
So. Das waren jetzt, glaube ich, DVDs. Jetzt hast du mir ja noch ein paar Blu-rays reingepackt. Ach, yo. Der ist auch cool. Zum Lachen, der ist schon eine ganze Weile her. My Big Fat Greek Wedding. Der ist echt lustig. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist auch eine Komödie, ne? Türkisch für Anfänger. Ich meine, das ist auch eine Komödie. Irgendwas war da. Jetzt haben wir ihn her. Das scheint auf jeden Fall ein lustiger Film zu sein. Was haben wir hier? Ach. Ach, ja sicher. Auch geil. Habe ich allerdings noch nie auf Blu-ray gesehen. Super 8 oder Super 8. Steven Spielberg. Kennt ihr den? Der ist auch gar nicht mal schlecht. Was haben wir hier? Der sagt mir was. Mit Leonardo DiCaprio. Warte mal, worum ging's denn da? Ach, sie, yo, mit der Traumwelt, genau. Inception. Ich glaube, der war auch gut. Ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber ich glaube, der war auch gut. Oh. Der sieht auch interessant aus. Den kenne ich noch nicht. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Der Dunkelturm. Die Darsteller, oder die Schauspieler, die kommen mir aber bekannt vor. Und ich behaupte einfach mal, dass der Film bestimmt gut ist. Bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Oh ja. The Dark Knight Rises. Richtig geiler Film. Finde ich zumindest. Wo er gegen den Bane da kämpft. Geil, ey. Was haben wir hier? Oh. The Dark Knight Special Edition. Mega geil. Ich bin ja auch ein riesen Batman-Fan. Zwar habe ich spielzeugtechnisch nicht mehr so viel davon, aber ich liebe die ganzen Filme und alles Mögliche davon. Und der letzte Film ist, kurz runter tun. Erschütternde Wahrheit mit Will Smith. Den kenne ich noch nicht. Aber der scheint auch interessant zu sein. Wenn man die Darsteller jetzt anguckt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Guckt euch das an hier. Wahnsinn, das Wahnsinn. Vielen lieben Dank an dich, Patrick, aka der Filmangler. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und habe mich wahnsinnig gefreut und werde mich noch besonders viel freuen, wenn ich die ganzen Sachen angucken werde. Vielen Dank dafür, mein Freund. Und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mitgucken wollt, kann ich jetzt nicht sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten sehen wir uns sehr bald wieder in meinem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.